Was passiert hier? Ah, ja, was ist das denn? Oh, wie geil. Digga, ich komme mir gerade vor wie in einem Film. Das ist doch nicht mehr Minecraft. Oh ja, Bohrer, das ist ein Bohrerblock. Also die Mod bietet viel Potenzial. Klammer auf, Mist zu machen, Klammer zu. Geil. Okay, ich connecte jetzt, ja? Ich join gerade der World. Okay. Sag, bist du da? Hilfe! Nee, wo oder bist du auch? Die Sounds sind... Moment. Wie mache ich das? Wie mache ich Emote? Chat öffnen und dann hast du rechts einen Knopf auf Emote. Okay. Die Sounds sind... Es ist so Klick-Klock. Ja, das ist... wir haben hier noch zusätzlich... Das ist also Modpack. Wir haben jetzt mehrere Mods hier drin. Und wir haben auch eine Soundmod mit reingepackt. Wenn die stört, kannst du die runterdrehen. Aber die fügt halt nochmal Minecraft so sehr viele Geräusche hinzu. Vor allen Dingen auch... Im Wald, Vögel, Luftgeräusche und halt auch Hall hier, ne? Ja, Baby, dann pass auf, machen folgendes. Einmal das Knöpfchen hier drücken und dann... Ho! Spark of Phoenix! Was geht ab, Alter? Hallo. Ah, was ist das denn? Das ist der Zug. Der Zug wohin? Also der Zug fährt jetzt gleich los, Revi. Du kannst in dieser Mod Blöcke aneinander kleben. Du siehst hier ganz viel Klebstoff und ja, die können sich dann tatsächlich bewegen. Und ich würde sagen, wir starten die Zugfahrt. 3, 2, 1, go. Der Zug fährt und sich. Der fährt los? Ja, der kann komplett fahren. So einen haben wir auch gebaut. Der hat noch ein bisschen gecrashed. Ich habe einen Lock gemacht und 4 Der hat gerade vorne die Bäume weggefahren, der Zug. Ja, ich hab rechts, nee, genau, guck rechts. Jetzt musst du rechts. Wir haben ein bisschen hier 5 an sich, dann siehst du es leichter. Das sind zum Beispiel so Maschinen. Der lang fährt und da ist auch so ein Finger, der platziert die Zeppelins wieder neu. Was? Was passiert hier? Siehst du da ganz in der Ferne ein großes Tor, Revi, auf das zu fahren? Achte mal, was mit dem Tor jetzt gleich passiert. Das farmt hier automatisch. Richtig. Ja. Das Tor geht auf? Das Tor geht auf? Ja. Die Windmühle kann sich eigentlich auch drehen, aber die ist gerade ausgeschaltet. Die dreht sich richtig, literally. What? Also, die Zahnräder und alles drehen sich? Richtig, es gibt hier keine Kabel für Energie, sondern du musst das mit Zahnrädern und Stangen machen. Oh, wie geil. Links siehst du jetzt zum Beispiel, wie man Energie erzeugen kann. Also durch Wasserräder, durch Windkraft und durch Engines. Digga, ich komme mir gerade vor wie in einem Film. Das ist doch nicht mehr Minecraft. Hier wird aus Cobblestone Eisen erzeugt? Und rumlaufen. Eisenproduktion aus Wasser und Lava. Hier wird Cobblestone gemacht und das Cobblestone wird quasi weiterverarbeitet zu Eisen. Ist es ernst oder ist es ein Joke? Ich komme nicht hinterher, das ist zu krass für mich gerade. Also die Mod bietet viel Potenzial, Klammer auf, Mist zu machen, Klammer zu. Geil. Und rechts ist eine Mine. Genau, du kannst richtige Minenbohrer bauen. Ja, schau mal rechts. Der fährt dann auch durch. Gott. Ich bin komplett. Hey, guck mal, diese Arme, die nehmen ja sogar das Item und legen das wohin? Also, Revi, steh mal auf, du kannst theoretisch auch herumrennen. Also, nein, kann ich nicht, oder? Während der Zug fährt, herumrennen. Bitte? Das ist ein bisschen glitchy, aber es läuft noch ganz gut. Steig jetzt aber eben ein, weil es nach oben geht. Da ist immer ein bisschen. Oh, was ist jetzt passiert? Ja, ist gut. Ich spring den anderen Waggon. Ich glaub nicht, ich glaub, das war zu viel. Oh, der Zug fährt rückwärts. Ich bin im anderen Waggon. Hilfe, ich hab den Zug entgleisen lassen. Ich geh vorne beim Lokomotivführer gucken. Alles gut, ich bin hier vorne, Jungs. Alter, was? Revi, komm mal mit. Kann ich mit Munition? Gut. Der Finger. Oh ja! Ich nenne ihn gern den schlimmen Finger. Dreh dich mal rum. Oi, Bohrer. Revi. Ja? Ich glaube, das ist ein Block für dich. Ja, genau. Mach mal einen Motor dran. Ja. Oh ja, Bohrer, das ist ein Bohrerblock. Moin! Kannst du mit dem Nether fahren, oder? So, Revi, komm mal in. Du siehst die Minimap, dann müsstest du auch unsere Spielernamen sehen. Oh, da war gerade ein kleiner Leck, ja? Wohin muss ich? Hinter dir siehst du die Windräder. Siehst du die Windräder schon? Was? Ja, wir haben schon die ersten Kleinigkeiten hier gebaut. Das hat Kunga, glaube ich, gebaut, die Windräder. Krass. Ich glaube, du willst den Bohrer sehen, oder? Ich will den Bohrer sehen, ja. Kann man ein Flugzeug bauen? Ja. Nein. Daran habe ich vorhin gearbeitet. Sollten wir hoffentlich die Tage noch hinbekommen. Instant Full Lever Ride, okay. Das schmeckt. Ich nehme mir auch mal hier eine Elytra, I guess, oder? Ja, komm, gönn dir. Macht das Schaden, diese Dinger hier? Nee, ne? Ja, machen sie. Auch die Säge? Komm. Ja, aber so oh, viel. Oh nein, das willst du nicht tun. Nee, das macht keinen Schaden. Doch, au! Okay. Okay. Direkt ersten Tod, wie dumm, naja. Ah, genau, das, du musst mal hier dazwischen springen. Geh mal dazwischen. Ah! Digga. Nee, chillig. Jetzt schon mehr Tode als Bark of Phoenix, das ist sau nice. Hey, lass uns mal den Bohrer angucken gehen, was? Ich will den Bohrer sehen, ja? Komm mal hier rein, bitte. Ich hab einmal gehauen mit dem Brot. Einmal. Gar nichts gemacht habe ich. Gar nichts! Das hier wird ein Aufzug, das baue ich jetzt gerade. Wir können mal Folgendes machen, warte mal. Der Aufzug ist auf dem Weg. Da oh mein Gott, wie krass. Ist noch nicht fertig ganz, aber... Verstehst du jetzt, warum das Projekt Create heißt, Revi? Immer noch nicht, ne? Hier die Türen auf. Was? Ich möchte zur Emerald Etage. Der läuft noch nicht, okay, warte, ich schicke Egal, wir bleiben da jetzt. Warte, ja komm, ich kann euch nach oben schicken.
Sag mir, wenn ihr oben angekommen seid, okay? Wir sind da. So, Achtung und Türen auf. Alter. Okay, ist aber gut, dass ich jetzt hier bin, weil ästhetisch sieht das hier nicht aus, ne? Das ist euch klar. Wir bauen jetzt hier einmal eine Schiene hin, damit quasi der Bohrer drauf fahren kann. So, ich platziere den Bohrer. Sobald ich ihn platziere, fährt er los. 3, 2, 1, go. Wohin fährt der? Was? In die Richtung. Das ist alles der Bohrkopf. Wenn du mal mitkommst, siehst du den Bohrkopf. Was? Und das kommt jetzt alles hier in die Kiste rein? Ja, Sekunde. Was? Kann ich so einen Poker haben? So einen Stupser? Oh. Ey, das ist so geil, no joke. Okay, also ich glaube, man muss sich halt erstmal hier ein bisschen zurechtfinden und einen gewöhnen. Ja, gut, aber all in all ist das sehr, sehr geil. Warte, da hinten schon ein Village drin, ja bestimmt, ne? Was ist das denn hier vorne? Das Schwein hier ist verbrannt? Ey, ich hätte gern so einen Arm in Real Life, wirklich. Ich würde damit so viele Bohrer auf Long Distance geben. Keiner könnte sich vor mir retten. Ich glaube, bevor ich jetzt hier irgendwie so über Lost einfach drauf losbaue, würde ich mir wahrscheinlich erstmal Gedanken machen müssen, oder? Ich bin halt einfach so ein Fan von dieser Hand schon. Das ist es für mich schon. Das komplette Modpack ist einfach nur diese Hand für mich. Ey, ich bin halt erstmal, das hat so viele Possibilities hier. Ja, richtig. Die Landschaft ist halt so krass. Boah, heftig. Nicht überfordern. Okay, habt ihr denn, also habt ihr auch ein Haus, wo ihr wohnt? Ja, du kannst ein Haus bauen, wir haben so einen Stadtbezirk. Ja. Da kannst du dir ein Haus bauen. Und wir haben eine Art HQ. Das ist quasi das später unser Stützpunkt. Da kriegt jeder ein Büro von uns drin und oben aus einem großen Konferenzraum mit Sichtweite auf alles, was wir gemacht haben. Was ist das HQ? Möchtest du vielleicht noch was Cooles sehen? Der HQ wird dieses Ding da. Da oben? Ja. Wo der Aufzug ist, genau. Und das alles in diese Richtung gehend, wo ich jetzt gerade hinlaufe, ist Stadtgebiet. Also da kannst du quasi deine Basen bauen. Ah, okay. Genau, nicht überfordern. Ich empfehle es sehr. Nee. Also ich muss mich damit auf jeden Fall auseinandersetzen. Ich muss mir einfach Gedanken machen, was ich baue. Mhm. Aber all in all habe ich da richtig keinen Bock drauf. Können dir alle helfen, ne? Finde ich übergeil. Finde ich richtig, richtig nice. Ja, was ist denn eine Farm, die wir gerade brauchen? Eigentlich alles Gold ist das Neueste, was uns fehlt, ne? Ja, und Rosenquarz. Also Rosenquarz vielleicht sogar noch eher so das Ding. Okay, pass auf. Rosenquarz. Das heißt, für Rosenquarz müsstest du Redstone und Quarz automatisieren. Mal gucken. Und ich bin gerade ganz kurz in der Cave. Ich farme erstmal ein bisschen Grundstock an Materialien, glaube ich, oder? Aber ich kann. Ja, nee, ich kann mir auch Sachen bei euch nehmen, hast du gesagt, ne? Genau. Ja. Okay, wo soll ich nochmal hin, Joe? Was hast du gerade gesagt? Zu der Windmühle. Zu der Windmühle, ja. So, warte mal da. Auf der Seite, das sieht gut aus. Ich, oh mein Gott, das ist gerade nicht ernst gewesen. Ich habe mich auf das Ding draufgestellt, das hat funktioniert. Auf die Räder, auf die Rotoren. Ach krass, ich sehe das gerade schon. Okay, also hier wird Kelp automatisch abgefarmt, okay. Ich Kelp. In so Becken. Okay, das ist actually wirklich nice. Ich fühle das voll. Ich finde das richtig geil. Okay, dann würde ich mich damit mal ein bisschen auseinandersetzen, mir ein paar Tutorials anschauen und dann mal gucken, dass ich jetzt die Tage hier mal ein bisschen was baue. Chat fühlt es auch. Ich habe mega Bock drauf. Ich glaube, das wird auch ganz geil als Videoding. Sehe ich mich voll drin. Und dann quatsche ich auch mal mit Max ab und dann zwinge ich den einfach dazu. So, ich habe nämlich noch Nacktbilder von dem und ich kann den erpressen. Klar. Also, wenn du ein Argument suchst, du kannst hier einen Golem bauen, der auch dann laufen kann. Also der Golem kann nicht nur stehen, sondern der kann auch wirklich laufen. Das ist ein Projekt, das würde ich mit Max sogar vielleicht umsetzen. Aber all over habe ich da über Bock drauf. Finde ich voll, finde ich einfach nice. Okay, dann würde ich mich jetzt nochmal aufmachen, Jungs. Vielen Dank für die Rundführung, für die Einladung. Ich habe mich richtig Bock drauf und melde mich die Tage mal. Und bin dann back am Start, würde ich sagen. Alright. Das freut uns sehr. Danke, Gudi. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Haut rein. Vielen, vielen Dank. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.